Also natürlich nur, wenn du das willst. Ich meine, wenn es dir zu viel Arbeit ist mit Hochladen und Schneiden, dann machen wir es natürlich nicht. Nein, schneiden kann man noch einfach später, das ist alles geht. Okay. Ja. Weil wir haben ja gelernt, Rendern und Schneiden und Hochladen ist harte Arbeit. Also ich würde jetzt Rendern und Hochladen nicht sagen, aber der Rest ist unangenehm. Also so zusammenschneiden und so, das ist halt dann immer so eher Pflicht, als dass man es wirklich will. Ja. und ankündigen natürlich auch. Ist auch harte Arbeit. Ja, auch das mit dem Thumbnail oder so ist immer ein bisschen blöd. Ja. Ich mache jetzt keine klickgeilen Thumbnails, aber so notgedrungen das Nötigste und gut ist, dass das ein bisschen nach was aussieht. Ich muss sagen, so die Thumbnails, die du immer machst, die haben mir schon immer gefallen. Ja? So, dass dann so an der Seite immer halt... Jetzt in dem Falle war es ja bei Mauer der Toten, dieser Schriftzug da, das hat mir schon immer gefallen. Ja, das ist immer ein bisschen recherchieren, ne? Ja. Oh, hier ist so ein komisches Vieh. Ja, ich hab schon die Wunderwaffe. Nee, wegen dem Flammenwerfer. Ja, nee, das hab ich ja für die Wunderwaffe gebraucht. Okay. Ja. Das ist ja alles schon vorbei. Höh, Kriegsmasch. Oh, okay. Stimmt, das ist gar kein Granatwerfer. Also danke. Die Idee davon habe ich halt noch von Kruzix, wenn dir da was sagt, der Typ. Nee. Ist das ein Zuschauer oder ein Let's Player gewesen? Ein Creepypasta-Vertoner. Okay, mittlerweile inaktiv. Nee, auf jeden Fall. Was wollte ich denn jetzt sagen? Mit den Thumbnails? Ja. Haben wir was gerade? Oder Creepypasta? Ja, genau, auf jeden Fall da mit der Seite, das habe ich von ihm so, ne? Da habe ich mir aber selber nochmal ein bisschen die Maße so überlegt und mit dieser Trennlinie und so. Ist eigentlich nur ein schwarzer Balken dabei, das so ein bisschen trennt. Achso, ist sozusagen wie so ein Rand dazwischen. Ja. Also das siehst du das nur noch gar nicht. Und das sieht man nicht, gar nicht so, aber damit sich das voneinander abhebt. Ja. Wenn beide Bilder direkt ineinander übergehen würden, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Nicht. Den Akzent, den ich ja gerade mache, ist ja mehr so ein italienischer. Wegen meinem Kollegen, von dem ich dir letztes Mal erzählt habe. Mit dem, du hast mir die Eier Reiner Zufall. Aber irgendwelche Arschlöcher hier meinen das. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir. Ja, ich gebe ja zu, ich war ja auch mal da. Ja, was voll geil war, dass der dich erwähnt hat, so indirekt. Ja, ein kräftig gebauter junger Mann mit einem Drittroller. Hab ich mich auch geärgert. Ich wollte eigentlich auch mal dahin mit einer von der Schule, die ich mal kennengelernt habe, aber die hat dann immer wieder gesagt, nee, ihr geht's nicht gut, sie kann nicht. Und ja. Boah, sowas kenne ich auch. Das ist gefühlt die billigste Ausrede, die es überhaupt gibt. Ja. Ja gut, also bei dieser Person weiß ich, dass es stimmt. War, aber das kann ich dir auch da nach der Aufnahme erzählen, das muss keiner wissen. Alles in Ordnung. Ich habe das jetzt ja auch nur gesagt, weil ich habe bestimmt 3-4 Leute kennengelernt, die auch so drauf waren. Ja, das ist schlimm. Oder dann, ja, da kann ich dir auch nachher noch was erzählen, was mir erst vorgestern passiert ist. So in letzter Sekunde dann absagen, bist schon auf dem Weg und so. Ja. Ja. I had blood on my hands before this ever started. Hast du eigentlich mal dieses Remastered GTA-Ding da gespielt? Mit Vice City und GTA 3 und so? Nee, ehrlicherweise nicht. Der hohe Preis ist so eine Zugangsbeschränkung, ne? Für viele. Ja, ich tue es dir auch überhaupt nicht empfehlen.
Ich habe also, davon gehört. Ja, also wenn du was zum Lachen willst, kannst du dir ja ein paar Videos angucken. Ist echt witzig. Ich weiß noch, wie ich da in dem Video doch gelacht habe oder so. Oder ich weiß überhaupt nicht, ob das ein Video war. Mafia 2 Definitive Edition. Wobei Vito auf einmal so der Kopf so eingedrückt war, weil das so geglitscht ist. Und das war bei der Originalversion nicht. Ja, wobei bei der Mafia 1 und 2 Remaster habe ich eigentlich viel Positives gehört. Ja, das war... Dass das sehr gut sein soll. Das war am Anfang, da war... Ach, ich kann dir nachher mal dieses Bild raussuchen. Ich habe das, glaube ich, gescreenshottet. Hier eine Bombe, hier ist eine Bombe, soll ich die einsammeln? Wenn du möchtest. Dafür, dass das irgendwie Runde 20 ist, ne? Hier kommen hunderte von Zombies. Krass. Runde 24, wir haben beide schon fast 1000 Stück eliminiert. Ja. Ja, wenn du Bock hast, können wir auch länger wie 30 spielen, wir können ja 35 oder so machen. Du wolltest den einen Modus nachher noch zocken. Ja, ich hab Zeit. Ja, dann machen wir doch lieber das. Okay. Weil die Map macht halt schon Spaß. Ja. Ja gut, okay. Also von mir ja, aus ich... 30. Nee, ich kann ja auch privat nochmal zocken. Aber wenn's... Nein. Ist ja dann gut für... Wenn wir einen guten Lauf haben, ich will das dann nicht begrenzen. Also, okay. Mir soll's nicht liegen. Arbeitstechnisch ist auch egal. Ich muss eben mal erst um 10 Uhr anfangen. Ja, das ist auch gut, ne? Nicht um 8 Uhr. So wie jeder andere. Als bei uns so gesagt wurde, wir müssen jetzt, jetzt ist nicht mehr 9, man kann jetzt von 8 bis 10 anfangen. Ich so direkt kann ich auch um 11. Dafür sitze ich, also, ich hätte eigentlich auch mal ein Video darüber noch machen müssen. Das wollte ich auch mal machen. Wir haben ja bei uns 4-Tage-Woche jetzt seit letzten Oktober. Dafür aber jeden der Tage 10 Stunden. Also ich gehe da eigentlich immer so kurz vor 10 hin. Also kurz vor 10 Uhr bin ich da. Und dann geht das halt immer bis 20 Uhr. Okay. Ja. Achso, ja. Aber gibt's Schlimmeres. Büro ist noch relativ links und der Betrieb ist jetzt auch nichts, wo man sich hinquälen muss. Also von daher, ey, nach dem, was ich so früher erlebt habe, ich habe mir Arbeit viel schlimmer vorgestellt, aber ist es eigentlich nicht. Ja, wenn du mal den Betrieb gefunden hast, wo du dich gut fühlst und so. Ja. Das war viel wert. With the headshot. Ich sag mal so, manche Betriebe zahlen jetzt nicht so gut, dafür ist aber auch nicht diese krasse Effektivitätstrimmerei, wenn du weißt, was ich meine. Nicht ganz. Dann, wenn du nur eine Minute mal irgendwo rumstehst, ach ja, so. Soll ich dir jetzt auch noch einen Kaffee holen? Bam! Achso, so was, ja. So wie im Verkauf zum Beispiel. Das ist jetzt so gar nicht. Oh, das ist gut. Jo. Yeah. Wäre auch nichts für mich. Huch. Nee, vor allem gerade mit Autismus musst du dir sowieso zweimal überlegen, wo du anfängst. Ja. Und damals war das ja noch beschissener ohne Ausbildung. Ja, wenn man dann immer nur der Hilfstyp sein muss. Ja. Nee, nicht direkt. Ich hab ja nach der Schule, nachdem ich Abi fertig hatte, habe ich erstmal irgendwie keine Perspektive gehabt, warum auch immer. Es gab so zu viel, was man machen konnte und nichts, was mich so begeistert hat. Ja, und dann hatte ich so ein paar Jahre ein bisschen mehr Leerlauf. Maßnahme hier, Maßnahme da. Das war ja so, das war auch die Zeit, wo ich die ganzen Vlogs angefangen habe zu machen. Ja, so ging es mir dann ja auch. Genau, als diese Zeit wieder vorbei war, dann habe ich größtenteils auch wieder aufgehört damit. Das hat mir irgendwie geholfen, das zu verarbeiten. Ich weiß gar nicht, warum. Die Videos. Diese Vlogs, ja. Ja. Ach, wartest du derzeit? Okay, krass. Ich weiß, bei den Vlogs, wo du immer die Limo dabei hattest. Das war so... Kann mich auch noch erinnern. Falls du dich noch erinnerst. Ja. Die habe ich mal, da war ich mit, wie hieß er denn noch hier, Schattenzirkus.
auf so einen CP-Vertoner, vor dem habe ich aber auch irgendwann nichts mehr gehört. Mit dem war ich mal unterwegs, das war irgendwo in Bochum oder so, ne? In der Stadt, ja. Und da waren wir in irgendeinem kleinen City-Supermarkt oder sowas an der Straßenseite irgendwie so. Edeka oder was weiß ich. Und irgendwie sagt er dann so zu mir so, ja, wollen wir uns was zu trinken holen? Ich sag so, ja, was könnte man denn holen? Da habe ich irgendwie so im Regal dieses Zeug gesehen, so die Limo. Frage ich den so, kennst du das so? Nee, nee, das ist neu. Ja, und irgendwie. ich hab's dann ja auch angefangen zu saufen. Ich würde mich so echt gerne mal wiederholen, also. Ey, ich hab Angst, dass ich dann wieder so süchtig danach werde, ne? Ja, gerade die mit Zitronen, ja. Ist einfach zu geil, ey. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, das ist ja quasi so Obstsaft in Granini-Qualität, ne? Die stehen ja auch wirklich für. Ja. Ey, da gibt's auch hier, was gibt's von Granini noch? Also ist jetzt keine Werbung oder so, ne? Ist jetzt auch freiwillig. Ja. Vanilla. Schuss. Vanilla Passion gibt's noch. Das ist dann, das schmeckt so fast wie dieses Topping von einem Froop. Von einem was? Von einem Froop. Kenn ich nicht. Froop ist doch dieser Joghurt mit, hä? Nee, kenn ich wirklich nicht. Okay. Froop. Musste mir auch mal ein Bild schicken, kennst vielleicht kenn ich's dann. Kennst du nicht diese Werbung, Kati? Hast du meinen Froop wieder genascht? Nö. Ich schaue seit ewigen Jahren keinen Fernseher mehr. Das ist aber schon über 10 Jahre, ja, wenn nicht sogar 15. Okay. Ja, naja, ich. Also, boah. Ich gucke jetzt auch schon viele Jahre kein Fernsehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich damit angefangen habe. Damit angefangen mit dem Fernsehen aufzuhören. Ja. Das müsste so 2017 oder so gewesen sein. Irgendwann hatte ich dann ja eh keinen Fernseher mehr, von daher war es mir dann eh egal. Mhm. wenn ich das so meinem 10-jährigen Ich so erzählt hätte, ja, du hast mal keinen Bock mehr auf Fernseher, was? Ja, oder ich würde so meinem, wie alt war ich da, 16, so 17? Als ich angefangen habe, Zombies zu zocken, so. Wenn ich das so sagen würde, so, ja, stell dir mal vor, es kommt eine Zeit, da zockst du das nur so gelegentlich. Es gibt eine Zeit, da machst du fast kein YouTube mehr. Nee, niemals im Leben, hätte ich gesagt. Ich habe ja ganz am Anfang gedacht bei YouTube, dass das mit dem Durchbruch kommt und dann kann ich das so beruflich machen später. Da war ich ein bisschen naiv, aber. Ja, wie soll ich sagen? Es wäre auch schön gewesen. Ja, schon. Aber wenn ich jetzt sehe, was manche wegen YouTube auch machen müssen, also da bin ich nicht so neidisch. Ja, vor allem auch wie, ja gut, das ist jetzt schon so, wie einige Leute sich halt verändern haben, ne? Ja. Ja, du kannst auch im Nachhinein, stellst du auch fest, du kommst mit den meisten, die du bei YouTube kennenlernst, gar nicht mehr klar. Ja. Entweder entwickelt man sich in andere Richtungen, oder man redet mit denen mal über irgendwelche Themen und die kommen dann zum Beispiel nicht damit klar, dass man eine eigene Meinung hat. Ja. Die jetzt sich abgrenzt, so, und ich bin immer ein toleranter Mensch. Also gefühlt ich habe es bisher geschafft, fast mit jedem Freundschaft so anzufangen. Das ist gut. Auch Arbeit und so, also halt so im größeren Sinne. Aber die meisten willst du gar nicht als Freunde haben. Also vielleicht, keine Ahnung. Am Ende bleiben 20%, die zu dir passen. Und ein Großteil, das sind Leute, die wollen dich ausnutzen oder sonst irgendwas. Ja, oder reden nur mit dir, wenn gerade kein anderer da ist. Ja, das ist das Allerschlimmste. Ja. Ja, die erste, die ich, zum Beispiel die erste Dings, die ich damals kennengelernt habe, 2015, die war ziemlich psycho. Habe ich dir ja, glaube ich, erzählt, die ganze Geschichte. Auf jeden Fall, bei ihr war das dann sogar so, die durfte ich abknutschen und alles, so, ne, gar keine Frage, so, zusammen gewesen. Aber das ist dann sogar so weit gegangen. Also, die war so irgendwie paranoid oder irgendwas. Und ich durfte die, nicht mal in der Öffentlichkeit umarmen. Nicht mal das. Also, okay, dieses,
diese Richtung erst. Also sie, ja. Sie wollte öffentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht, dass man sieht, dass man zusammen ist. Ja, mir fällt gerade das richtige Wort dafür nicht ein. Mir fällt es bestimmt irgendwann ein. Darüber habe ich auch vor ein paar Monaten mit einer drüber geschrieben. Mir fällt jetzt nur das englische Wort ein. Affection halt. Mhm. Dass man das öffentlich irgendwie nicht zeigen kann oder eigentlich will. Also deutsches Wort wäre jetzt Zuneigung. Ja, genau, Zuneigung, ja, genau. Sprichst ja mit Profi, ich habe Englisch LK gehabt. Wo wir dann irgendwie... Was? Ich habe Englisch LK gehabt, wo wir dann aber irgendwie so alte Sachen wie Romeo und Juliet und so hatten. Da musstest du da irgendeine alte englische Sprache analysieren, das war auch der letzte Scheiß. Ja, was bringt das einem? Ja. Ich habe immer gedacht bei Englisch LK, also deswegen habe ich den auch gewählt, dass dann zum Beispiel auch sowas kommt wie mal eine Einheit Business Englisch oder sowas, was dich im Leben halt weiterbringt. Naja. Aber war halt auch. Auch also was wie, ja. Auch die Leistungskurse beim Abi und so. Das bringt also, dich nicht weiter. Was wir jetzt gemacht haben, dieses Schuljahr an der Schule ist, also was wir zuletzt gemacht haben, sind diese If-Clause und so. Mit wie heißt das? Also Future und Past, Present und das Ganze. Ja. Das haben wir zur Zeit gemacht. Und was noch? Und sind die damals schon in der 7. oder 8. damit auf den Sack gegangen? Ja. Alter, wer schreibt mir denn da die ganze Zeit? Flammenwerfer gezündet! Frame Thrower. Hit. Ups. Achso. Ich hab diese Monstrosität wieder in den Äther abgeschoben. Abgeschoben? Ja klar, wohin denn auch sonst? Wer kennt das nicht? Da kommt so ein Magwafi und dann sagst du so, ich schieb dich ab, ich bring dich dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ein Glück, dass das nur fiktive Wesen sind, denn echt würde man sowas für niemals bedenken, überhaupt auch nur. Nein, nein. Überhaupt nicht. Ein Kollege hat gerade ein Bild hier geschickt in den einen Gruppenchat, wo wir von dem Trump hatten. Ne? Die Bild. Der Trump ist da so beim. Guckt er so aus dem Drive-In. Und so vorne steht der Biden mit so einem Eis in der Hand und so einer Trump 24 Kappe. Ja! Hat der nicht auch. Hat nicht der Biden sogar Make America Great Again so eine Kappe mal getragen irgendwie? Boah, keine Ahnung. Das Bild, was er mir jetzt geschickt hat, das ist natürlich bearbeitet. Ja, aber der Typ ist so verwirrt, das würde mich nicht wundern. Ja. Dass er einfach mit so einer Magerkappe rumrennt. Ja. Verkauft.